Daniel May, Landtagsabgeordneter Grünen, Fraktionsvorsitzender hier im Waldeck-Frankenberg, Kreisvorsitzender bist du auch hier im Waldeck-Frankenberg? Ja. Ja. Ja, und dann war die Ehe geschieden, der flotte Dreier. Was denkt man da? Ja, ich dachte, es ist jetzt irgendwie mal nicht gerade der richtige Zeitpunkt dafür. Eigentlich hätte der Morgen des letzten Mittwochs dazu führen müssen, dass man einsieht, dass man sich einigen muss. Meine Erwartung war, dass die Spitzen der Koalition den Tag nutzen, um eine Einigung in einigen Punkten herbeizuführen und nicht quasi Vorbereitungen treffen, schmutzige Wäsche übereinander zu waschen. Das hat mich schon sehr verwundert und sehr irritiert. Ich bin wirklich fest davon ausgegangen, dass am Ende des Tages eine Einigung stehen wird und war einigermaßen entsetzt darüber, dass das anscheinend nicht möglich war. Jetzt war ja schon seit April 23 immer mal von Seiten der FDP die Ampel-Koalition aufgenommen und raus. Und auch Herr Kubicki hat sich da nicht sonderlich zurückgehalten. Warum war eigentlich es so schwierig, jetzt auch von Seiten der Grünen bestimmte Projekte zu kommunizieren? Wie zum Beispiel das Heizungsgesetz ist ja, kam überhaupt nicht gut an, weil es viele auch nicht verstanden haben. Ne? Ja, also die Ampel hatte ihre Schwierigkeiten immer. Klar, also das hatte auch was damit zu tun, dass eben Dinge durchgestochen wurden, dass Dinge, die nicht fertig verhandelt wurden, an die Öffentlichkeit gegeben wurden und damit natürlich quasi die Oppositionsarbeit schon aus der Regierung her gemacht wurden. Das war alles sehr ungünstig. Gleichwohl muss man ja schon sagen, dass die Ampel ziemlich viele Reformen auf den Weg gebracht hat am Ende des Tages. Also sagen wir inhaltlich viel geleistet, bloß halt die Performance war in der Tat ganz grottig. Ja, und dann hat sich natürlich schon abgezeichnet, ne? Da gab es dann das Scheidungspapier von Herrn Lindner, wo er gesagt hat, ja, alles was SPD und Grüne wollen, SPD irgendwie soll man den Sozialstaat abschaffen, die Grünen sollen den Umweltschutz abschaffen. Das war ja schon nicht so ganz glücklich, da hatten ja schon einige gesagt, ja, damit irgendwie wird das beenden. Aber wie gesagt, ich dachte, nach dem, was wir eben in Amerika erlebt haben, das müsste doch allen nochmal den nötigen Impuls geben, sich jetzt einigen zu wollen. Und das wäre auch möglich gewesen. Am Ende des Tages war das kein Naturgesetz, dass man die Koalition geändert hat. Und nach meinem Dafürhalten müssen demokratische Parteien zu jedem Zeitpunkt miteinander kompromiss- und dialogfähig sein. Und von daher, also ich bin da sehr enttäuscht. Meine, nach Corona kam dann die Ukraine-Krieg. Man hat die Abhängigkeit von dem russischen Gas und Kohle, weil Steinkohle wurde ja auch geliefert und Öl, fast auf null reduziert. Über Umweg kommt es immer noch mal das eine oder andere an. Und ja, und jetzt kommt dazu, dass President-Elected sagt, was ihr macht in Europa, ist mir eigentlich egal. Ich will meine Wirtschaft schützen, also reiner Protektionismus. Das heißt, eine neue Regierung hat keinen Haushalt, hat keinen Nachtragshaushalt 23, das wird frühestens Mitte 25, bis da was kommt, und hat Amerika an den Hacken, also die USA. Das wird ja nicht einfacher, denn wir haben ja in Europa die schwachen Franzosen, Macron hat keine Mehrheit, wir haben schwaches Deutschland durch die Regierungskrise unter anderem und natürlich wirtschaftlich. Hat man da überhaupt noch Luft für größere Projekte, für Klimaschutz, für Umweltschutz? Naja, ich meine, die Beispiele zeigen es ja ganz deutlich. Klimaschutz ist ja nicht nur gut fürs Klima, sondern eben auch für die Ökonomie. Das, was wir an Milliarden und Abermilliarden Euro eben nach Russland oder eben auch in den Nahen Osten für Energieträger
geben. Das alles fällt ja dann weg und bleibt bei uns, wenn wir unsere Energieversorgung eben auf erneuerbare Energien umstellen. Das zeigt ja, klar, Klimaschutz ist ein Wert an sich, aber er hat eben auch einen ökonomischen Sinn, nämlich gerade den, dass dann eben nicht dieser große Mittelabfluss für Energiekosten nach sonst wohin ist. Ja, aber natürlich ist die politische Situation dadurch fragiler geworden. Es hätte nach der Wahl in den USA hätte es mehr Stabilität benötigt. Deutschland hätte dort eine Rolle finden können. Ich kann nur noch mal mein Befremden darüber zum Ausdruck bringen, dass das bei der Koalitionsrunde am Mittwochabend in Berlin anscheinend weder beim Finanzminister noch beim Kanzler irgendwie handlungsleitend war und man stattdessen keine Einigung gesucht hat, sondern da die Konfrontation. Ich bin wirklich fassungslos darüber. Das ist wirklich kein guter Abschluss. Also was bei den Leuten, auch gerade in den sozialen Medien, nicht so gut ankommt, ist die Schlammschlacht hinterher. Ne? Ich werfe mit Steine, du wirfst mit Steine, ich pinkel dir ans Bein, du pinkelst mir ans Bein. In der Situation versucht also der Vizekanzler ein bisschen Ruhe reinzubringen mit einer sachlichen Diskussion, hat jetzt seinen Hut in den Ring geworfen als Kanzlerkandidat. Man hat ja nun, seit es die Ampel gibt, alles Schlechte dieser Welt, alles, was daneben gegangen ist, den Grünen umgehangen, gerade aus Bayern, so zwei Frohnaturen-Negative, die nichts Gutes gefunden haben, aber auch die CDU, die Landwirte, dabei hat Herr Lindner sehr mit Versprechungen von der Straße geholt und nicht Herr Özdemir. Also es wird für die Grünen ein sehr heftiger Wahlkampf werden, wo man versucht, mit sachlichen Argumenten gegen Polemik und Falschbehauptung vorgehen zu müssen. Ja, wir haben ja auch in der Amerika-Wahl gesehen, der Trumpismus oder eben der Populismus, der ist ja mittlerweile ja, weltweit auf dem Vormarsch, dort wo noch Demokratien sind. Sag mal, in den Autokratien ist die Welt ja eh eine andere und das ist natürlich brandgefährlich. Aber wir als Grüne können uns, sag ich mal, auch nicht anders machen, als wir sind. Wir sind halt nun mal so auf Sachenargumente gepolt, was uns manchmal eben zur Schwäche reicht. Das ist so, ja, weil manchmal eben dann sozusagen das Holzschnittartige bei uns fehlt. Aber wir erkennen auch immer wieder, dass in solchen Situationen, wo es nur noch Schlammschlacht gibt, dann eben sich die Leute dann doch neu orientieren und sagen, ja, das ist doch eigentlich ganz gut, wenn auch mal jemand nur über die Sache reden möchte. Und wir haben seit letzten Mittwoch also sehr viel Zuspruch erfahren. Damit hatte ich nicht gerechnet. Dass, ich ehrlich gesagt dass, auch nicht. Ich dass, sehe das ja in den sozialen Medien. Wir sind ja im selben Kanal, da sieht man ja. Also dass irgendwie die Ankündigung von Robert Habeck zu kandidieren tatsächlich auch weit über die grüne Kreise hinaus so viel Anklang findet, hat mich sehr positiv überrascht, zeigt aber, dass es hier eben auch eine Lücke gibt, die gefüllt werden muss. Ja. Umfragemäßig stehen die Grünen so um die 10%. Nun gewinnt man und verliert man mit Umfragen keine Wahlen. Aber sie zeigen Tendenzen auf. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen, ich habe ja mal im Facebook so ein Spielchen gemacht, die FDP fliegt raus, der BSW kommt rein oder ihre Hoheit, Frau Wagenknecht, kommt rein. Mit viel Glück sahen die Freien Wähler in Bayern 2 oder 3 Direktmandate ab. Das heißt, es bliebe eigentlich nur noch die Grünen in der demokratischen Mitte. Naja, also CDU und SPD würde ich auch weiterhin... Naja, da gehe ich mal davon aus, dass sie eventuell koalieren. Dass die auch zur demokratischen Mitte zählen. Ja, aber natürlich, also wir haben das ja bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland gesehen, dass die Luft sehr dünn wird für die politische Mitte. Bis dahin, dass ja teilweise keine Mehrheiten mehr, sag ich mal, ohne einen Bezug eines Randes
gebildet werden können. Das ist natürlich großer Käse, ja, weil sag mal, für manch einen irgendwie ist es jetzt durch die 3 Jahre Ampel ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber die Jahre der großen Koalition davor waren ja auch nicht nur Glückseligkeit und schon mal gar nicht besonders innovationskräftig. Dort ist viel liegen geblieben und viel blockiert worden und ich glaube nicht, dass so eine Blockade in der jetzigen Situation günstig für unser Land wäre. Aber das werden wir sehen. Jetzt kommt erstmal der Wahlkampf. Vielleicht noch mal ein Satz dazu. Seit Beginn der Bundesrepublik hat man auf stabile Mehrheiten gesetzt. Das heißt immer eine Zweierkoalition oder alleine, wenn es ging. Inzwischen hat sich die Welt geändert, die Parteienlandschaft hat sich geändert. Werden sich unsere Politiker damit anfreunden müssen, Dreierkoalition, vielleicht sogar eine Viererkoalition zu schmieden? Naja, so selten waren ja die Dreierkoalitionen gar nicht, denn die sogenannte Große Koalition war ja auch eine zwischen drei Parteien, nämlich CDU, SPD und CSU. Ne? Irgendwie naja, zwischen gut, die CSU und CDU. Ist für mich, ja, aber zwischen CSU und CDU hat es ja auch teilweise sehr gerumst. Also von daher, also so einfach war das alles auch nicht. Das alles ist jetzt zu diesem Zeitpunkt, sag ich mal, nicht absehbar, wie das sich entwickeln wird. Ich glaube, dass die Wahlumfrage vom November 24 wenig zu tun haben wird mit dem Wahlausgang im März 25. Da bin ich fest von überzeugt, dass wir da noch einiges sehen werden. Mich auch Herr Merz sieht schlechter aus, wenn man sich mal näher betrachtet, wofür er eigentlich steht. Da sind wir also mal sehr gespannt. Aber für mich ist vollkommen klar, die Demokraten müssen kompromiss- und verhandlungsfähig sein, und zwar jederzeit. Es kann jetzt keine Ausschließeritis mehr geben, sondern es ist unsere Aufgabe und unsere Pflicht, dass wir miteinander gesprächsbereit sind und dieses Land nach vorne bringen. Daniel May, vielen Dank. Sehr, sehr gerne.